Moin Leute, der Dude hier. Ja, die Battle Royale ist vorbei. Das Event ist vorüber. Und zwar in diesem kleinen Fazitvideo, oder klein, ich weiß noch gar nicht, wie lange es wird, das kommt drauf an, wie lange ich ausschweifen werde. Mal gucken, ihr kennt mich ja. Ja, im Hintergrund werdet ihr demnächst jetzt gleich ein paar Szenen, Überflugszenen vom Schlachtfeld der Battle Royale sehen und über Namals allgemein. Ja, fangen wir doch einfach mal mit den wichtigsten Statistiken an. Und zwar die Siegerteams, beziehungsweise das Siegerteam gewonnen hat. Das Team Pestilenz mit dem Teampartner Krokodil89. Die weiteren Ränge, also die Platzierungen, sind wie folgt. Müsstet ihr eigentlich jetzt sehen. Also wenn ich jetzt nicht ganz verballert bin, dann müsstet ihr jetzt eine wunderschöne Grafik sehen. High Quality mäßig. Also Platz 2 hat das Team Bloody Good gemacht, der zusammen mit Nox gespielt hat. Der dritte Platz geht an das Team Todo. Und zwar hat er mit dem Grantelbart gespielt. Platz 4 geht an Team Revel 821 zusammen mit seinem Teampartner Geller. War eigentlich mein kleiner Favorit wahrscheinlich. Hatten auch einen ganz guten Lauf. Naja, bei so einem Turnier, da gehört auch jede Menge Glück damit zu. So, wen hätten wir denn jetzt? Platz 5. Platz 5 geht an das Team AnyNoob mit dem Partner Pigger. Der Mann, der extra Style-Punkte bekommen hat für seine Aktion mit dem Fahrrad im Rokuta zum Schluss. Oh, herrlich, wunderbar. Danke für die Aktion, Pega. Platz 6 hat gemacht Team Isaac LP mit seinem Cheat-Partner Chroma LP. Platz 7 hat belegt das Team vom Fun-Clan. Platz Nummer 8 hat das Team ein Quantum Pro belegt mit dem Partner Scarfus. Und den, ja, last but not least, letzten Platz hat gemacht Team Kaboot mit seinem Partner Wu. Ja, dann haben wir natürlich noch eine kleine Statistik, was die Einzelspieler betrifft. Also das Wichtigste war natürlich die Teamplatzierung. Hier ging es einfach darum, welches Team als letztes noch da ist. Ob vollständig oder alleine, war eigentlich egal. Ich nehme jetzt mal kurz einen Schluck aus meinem Kaffee hier. Entschuldigt mal kurz. So. Wenn es jetzt nebenbei ein bisschen kracht und böllert und es Explosions gibt, dann liegt es daran, dass heute kurz vor Silvester, beziehungsweise heute ist ja eigentlich auch Silvester, also nichts Ungewöhnliches. So. Ja, also, den ersten Platz teilt sich, also da das Team Pestilenz komplett war, Pestilenz und Krokodil 89. Den zweiten Platz bei den Spielerplatzierungen, Bloody Good. Nummer 3, Platz 3, der Grantelbart. Platz 4, Revel 821. Platz 5, Todo. Platz 6 geht am Pigger, der Mann mit dem Fahrrad. Platz 7 hat gemacht der gute Geller, Chuck Geller. Platz 8, AnyNoob. Platz 9, Isaac LP. Platz 10, Chroma LP. Jetzt weiß ich gar nicht mehr die einzelnen Namen der Fun-Leute vom Fun-Clan, also Platz, Moment, jetzt muss ich durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Platz 11 geht an einen von dem Fun-Clan und auch Platz 12 geht an den Fun-Clan. Platz 13, die Glückste an ein Quantum Pro. Platz 14 hat gemacht Dox, 15 Scarfus, 16 Kaboot und 17 Wu. Ja. Das war's dazu. Wir hätten jetzt vielleicht noch eine kleine Kill-Statistik. Die meisten Kills, ja, wie konnte es auch eigentlich anders sein? Das Siegerteam, beziehungsweise einer aus dem Siegerteam, Krokodil89, hat 3 getötete Spieler auf seiner Liste, teilt sich den Platz mit Bloody Good, der ebenfalls 3 getötete gegnerische Spieler hat. Platz 2 mit jeweils 2 getöteten Spielern hat Pestilenz und Revel. Und dann gibt es noch ein paar, die haben, glaube ich, einen Kill. Das ist jetzt ein bisschen, da ist die Datenbank ein bisschen komisch, nicht ganz zuverlässig. Ja, das war's auf jeden Fall zu den Statistiken. Moment, Schluck Kaffee. Ja, also, was kann ich euch noch sagen zum Battle Royale Event? Mir ist auf jeden Fall nach dem Abschluss des Events 10 Tonnen Last von der Schulter gefallen. Ich war froh irgendwo, als es vorüber war, weil ich war total gestresst.
ohne Ende. Und ja, absolut unter Hochdruck. 10 Sachen hätten schief gehen können und ist zum Glück nichts passiert davon. Also die Ziele, die ich mir gesetzt habe mit der Battle Royale, die haben alle geklappt. Zum einen technische Sicht, dass es da keine großen Probleme gibt. Zum Beispiel, dass wir jetzt irgendwie hammerharte Desyncs haben, ständig gelbe oder rote Kette. Dass der Server abkacken könnte oder so, ist eigentlich nichts davon passiert. Die Leute, die daran teilgenommen haben, haben eigentlich alle Spaß gehabt. Vom Feedback her war eigentlich grob rundherum positiv. Von daher habe ich damit auch mein Ziel erreicht. Und natürlich, da wir aus technischen Möglichkeiten, also technisch haben wir es diesmal leider nicht hinbekommen, einen Spectator-Stream hinzubasteln. Von daher war ich dann wirklich ganz froh, dass ein Streamer, nämlich Bloody Good, bis zum Ende dabei war und die Leute, die live zugeschaut haben, ständig Bilder davon hatten in dem Sinne. Das werden wir natürlich für die nächste Battle Royale, also das Ganze wird es wiedergeben, ein bisschen verändert, ein bisschen hoffentlich auch verbessert, also... Ja, beim ersten Mal, das ist jetzt für mich das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt so ein Event organisiert habe. Und da muss man halt gucken, da passieren organisatorisch vielleicht noch ein paar Fehler. Es gab natürlich auch diese 50-minütige Verspätung, bis es dann endlich komplett losging. Das sind Sachen, ja, wo man halt für die Zukunft draus lernen kann. Wo ich für mich als Ziel für die nächste Battle Royale auch habe, viele Dinge noch zu verbessern. Damit der Ablauf reibungsloser klappt, damit es vielleicht pünktlich losgeht. Wenn es jetzt mal eine 5-Minuten Verspätung ist oder 10, gehört dazu. Mein Gott. Ja, auf jeden Fall. Vom Rundum-Fazit bin ich eigentlich absolut zufrieden damit. Ja. Es wird auf jeden Fall, also ich verlinke euch jetzt in diesem Video, in der Videobeschreibung mal von den Streamern die direkten Links zu den Livestream-Aufzeichnungen, die ihr euch schon mal angucken könnt. Ebenso wie, ich habe ja bei mir auf dem Kanal eine Battle Royale Playlist, wo ich halt den Teaser-Trailer, den Full-Trailer von mir, von AnyNoob, den Inofficial-Trailer reingepackt habe, wo ich von den Leuten, die bei YouTube mitgemacht haben, das aufgezeichnet haben, wo ich deren Videos auch da reinpacken werde, praktisch zum Verlinken, dass ihr das gesammelt in einer Playlist habt und dann immer da reingucken könnt. Die kommen dann halt nach und nach, wenn die Leute die Videos rauf hochgeladen haben, packe ich sie da rein und dann könnt ihr praktisch auch von den Leuten, die jetzt nicht live gestreamt haben, die Sachen nochmal gucken. Oder halt die Leute, die das ganze Event nicht live zusehen konnten, die es verpasst haben oder was weiß ich aus welchen anderen Gründen, die können sich halt da die Livestream-Aufzeichnung der Leute angucken und halt die Leute von YouTube, die ganzen Videos davon. Ja, also es wird auf jeden Fall 2013 eine neue Battle Royale geben. Vom Ablauf auf jeden Fall verbessert. Ich habe mir auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, es wird auf jeden Fall dann einen Spectator-Stream geben. In welcher Form werden wir dann gucken, wie wir das hinbasteln, kriegen wir dann hin. Ich habe für mich auch gelernt, dass ich auf jeden Fall jede Menge mehr Arbeit abgeben werde. Also ich werde mir da ein paar Leute suchen, die sich mit diversen Dingen, was jetzt den Server betrifft oder was ich so mir vorstelle von der Umsetzung her, mir dabei helfen können und auch mehr Ahnung haben als ich, weil ich habe jetzt dieses Event organisiert mit der Ahnung, die ich habe, mit dem Wissen und dem Können und habe dann natürlich ein bisschen Hilfe auch noch gehabt. Ohne das wäre es natürlich überhaupt nicht möglich gegeben. Also ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal echt an allen Leuten bedanken, bei allen Teilnehmern, die zugesagt haben, die mitgemacht haben. Ein großes, großes Dankeschön an den Leuten, die beim Probedurchlauf vor ein paar Wochen spontan mit dran teilgenommen haben, möchte ich mich bedanken. Bei den Leuten, die mit mir Admin-Überwachung gemacht haben während des Events. Toto, Darktens war dabei, Rox war dabei. Oh Gott, wenn ich jetzt Namen nenne, vergesse ich wieder welche und dann werde ich wieder angeschwärzt nachher. Angeschnauzt, scheiße. An Darktens auch nochmal sowieso ein riesen Dankeschön, weil der hat viele Sachen mit dem Arma-Editor, weil er sich damit auskennt, möglich gemacht, was die Gestaltung des Camps, des Startpunkts und so weiter alles betrifft. Hätte ich ohne ihn auf jeden Fall nicht in der Form so schön hinbekommen. Es wird auf jeden Fall, AnyNoob meinte schon zu mir, er will ein großes Best-of-Video bzw. ein Highlight-Video machen aus dem Material von den Leuten, die aufgenommen und die gestreamt haben. Das wird es dann in den nächsten Wochen, ich denke mal irgendwann im Januar, wird dann fertig sein. Das werde ich dann auch in die Battle Royale Playlist packen. Wird bestimmt lustig. Es gab ja diverse Highlights, also. Ich denke mal, auch jeder Teilnehmer hat für sich so seine einzelnen Highlights gehabt.
wo er sich dann gern dran erinnert. Wir hatten ja eine kleine Nachbesprechung noch in der Main Hall mit den Leuten, die da waren, und es gab dann, nachdem dann auch das Adrenalin ein bisschen runter war und die Emotionen ein bisschen gesunken waren, auch echt so, ja, es war geil. Es gab zwar manchmal eine Sache irgendwie, so ein minimales Lag, wo das da, glaube ich, wo Team Quantum auf Team Bloody getroffen ist, und dann, wo er mit denen in der Endfield aus seiner Sicht, ich habe das ja mehrere Streams gleichzeitig verfolgt, fünfmal oder so auf ihn geschossen hat, das sah dann in meinem Quantum Pro Stream ganz anders aus, da wurde er am Bein getroffen und wahrscheinlich ist er da nicht direkt gestorben, weil es dann halt ein kleines Leck gab, ich weiß es jetzt nicht genau, also in der Datenbank war nichts Ungewöhnliches, hätte mich jetzt auch gewundert. Es gab allgemein auch keine anderen Auffälligkeiten, es lief soweit alles fair ab. Ja, das dazu. Eine Sache hätte ich auf jeden Fall noch, und zwar, was ich so mitbekommen habe aus den Livestream-Chats oder wie auch immer, in den Kommentaren und auch von manchen Teilnehmern, es gibt unterschiedliche Auffassungen von der Bezeichnung Campen, wenn jemand campt. Campen an sich in dem Sinne war verboten. Ich habe das jetzt für mich nach meinem Gewissen, in dem Sinne nach meiner Beurteilung entschieden, was ich gesehen habe, und habe da eigentlich nichts Schlimmes in dem Sinne festgestellt oder irgendwas, was gegen die Regeln war. Ich glaube, ein- oder zweimal musste ich vorsichtig jemanden pieksen. So, jetzt demnächst so langsam mal wieder ein bisschen in Bewegung kommen. Aber ansonsten gab es da keine groben Verstöße. Das Thema unterschiedliche Auffassung von Campen besteht einfach daraus. Für mich, also ich habe es für mich so zurechtgelegt, worauf ich achte, dass ich das nicht zum Beispiel nicht haben möchte, weil ja, es waren Zelte platziert. So, wenn jetzt jemand ein Zelt findet und es im Umkreis das Zelt abcampt, in dem Sinne sich irgendwo hinlegt und wartet, dass jemand anderes zu dem Camp kommt, zu diesem Zelt kommt und halt wartet, dass er jemand hinkommt und ihn abballert. So, sowas wollte ich nicht haben. Das gleiche, wenn jetzt irgendwo jemand im Gebäude die ganze Zeit sitzt oder an irgendeiner Stelle, ist eigentlich egal. Es war ganz klar verboten einfach, dass jemand rumsitzt oder rumwartet, wartet darauf, dass jemand kommt, den er töten kann. So. Und was absolut für mich jetzt nicht als Campen, so unter Campen fällt, was wir öfters mal hatten, wo einige Leute sich anscheinend drüber aufgeregt haben, weil sie da eine andere Auffassung von haben, ist, wenn jemand in ein Feuergefecht kommt oder beschossen wurde, so, oder du hast im direkten Umkreis Schüsse gehört, dann ist es normal, dass du erstmal, ja, taktisch wartest oder dich in eine Position begibst und erstmal die Lage sondierst, so. Und wenn jemand beschossen wurde und dann in der Tanne hockt und dann sich vorsichtig umguckt eine Weile und dann abwartet und sucht nach der Person. Ich meine, er weiß in dem Moment nicht, liegt der andere Typ da irgendwo in der Richtung auch noch und sucht mich auch und schießt auf mich gleich wieder. Oder ist er schon wieder weitergegangen? Das ist in dem Sinne kein Campen. Weil man kann nicht verlangen, wenn man beschossen wurde, dass man nach 2 Minuten dann weiter wieder losrusht. Das ist absolut normal, dass man erstmal sich umguckt und schaut und wartet, wo ist er, wo kamen die Schüsse her. Also von daher kann ich euch sagen, es gab, was meine Regeln waren, was Campen betrifft, absolut keine Verstöße. Und wie gesagt, wenn die Emotionen hochkochen, das Adrenalin hochschießt, oh mein Gott, ja, dann gibt's halt auch schon mal hitzige Reaktionen, die sich dann aber alle danach wieder gelegt haben. Und von daher denke ich mal, auch wenn es jetzt mal irgendwie, ich glaube, ein Leck, wir hatten, glaube ich, nicht während des ganzen Turniers vom Server nicht einmal gelbe Kette, rote Kette, gab es da keine Probleme. Und wie gesagt, das war auch ganz wichtig, es ging einfach nur um den Faktor Spaß. Ein schönes, lustiges Event, das waren alles Leute, die daran teilgenommen haben, die ja Daisy-Suchtis sind, in dem Sinne alles Gleichgesinnte. Und wir wollten einfach mal einen großen Spaß zusammen haben. Ich habe das damals bei den amerikanischen Streamern mal gesehen. Im Sommer war das, glaube ich, und fand das eigentlich ganz cool. Nur im deutschsprachigen Raum gab es so ein ähnliches Event einfach nicht. Und ich dachte, ja gut, wenn es kein anderer macht, dann musst du es halt selber machen. So, und dann dachte ich so, okay, machst du das mal nach deinen Möglichkeiten, die du hast, so gut wie möglich. Und ich bin eigentlich mit dem Turnier an sich soweit zufrieden mit dem Event. Werde es gerne weitermachen, mit veränderter Form. Also es wird dann auch sicherlich die Möglichkeit geben, dass Leute sich dafür bewerben können. Wie genau ich das noch mache, weiß ich jetzt noch nicht. Also es wird nächstes Mal nicht wieder so sein, dass nur Leute eingeladen werden können, die ich mir raussuche, sondern auch andere die Möglichkeit haben. Braucht ihr euch jetzt natürlich nicht dafür schon zu bewerben, sondern ich werde das dann extra im Laufe des Jahres, wenn ich es mir dann ausgetüftelt habe, wie das laufen soll, ungefähr in welchem Zeitraum es das wieder geben wird,
dann werde ich dann das Ganze ankündigen und ja. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, das war's auch schon. Ja. Soweit von mir zum kleinen Fazit von der Battle Royale, vom Event. Ich hoffe, ihr als Zuschauer hattet trotzdem auch jede Menge Spaß. Wie gesagt, es ging jetzt nicht darum, irgendwelchen Riesenpreisen zu gewinnen, von daher just for fun, Leute. Das ist das Wichtigste. Ja, das war's von mir, eurem Dude. Wir sehen uns, haut rein. Frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Kommt gut rein, rutscht nicht zu heftig, nicht zu viele Explosions. Jo, wir sehen uns. Ciao.